Der Vorstand des ersten österreichischen Dachverbandes Legasteni sagt, danke. Die letzten zwei Jahre waren für alle Schülerinnen und Schüler in jeder Hinsicht eine Zeit der Herausforderung. Die unregelmäßigen Schulbesuche, die Einschränkungen, aber auch die Angstgefühle, mit denen die Schüler ständig konfrontiert waren, haben ein produktives Lernen beinahe unmöglich gemacht. Viele vom ersten österreichischen Dachverband Legasteni ausgebildete Pädagoginnen, die diplomierten Legasten-E-Trainer, Dyskalkuli-Trainer und Lerndidaktiker, allen voran Frau Sissinul vom Wiener Landesverband Legasteni, einer Sektion des ersten österreichischen Dachverbandes Legasteni, halfen außerschulisch auf pädagogisch-didaktischer Ebene Schüler und Schülerinnen in einer heroischen Art und Weise und sie helfen noch immer. Bis zur Erschöpfung sind diese Pädagogen gefordert, um die Schüler dort abzuholen, wo Hilfe notwendig ist, und damit ihre Lage entscheidend zu verbessern. Viele Kinder haben nicht nur große Wissenslücken, sondern sind auch psychisch angeschlagen. Immer öfter wird auch beobachtet, dass ZB jüngere Kinder vermehrt Sprachentwicklungsprobleme haben, welche, wie die Wissenschaft vermutet, durch das lange und konstante Tragen von Masken entstanden sind. Es ist auch festzustellen, dass sich bei den Kindern vermehrt Frust und Unmut breit gemacht haben, was sich auch auf die in der Schule benötigte Motivation sehr negativ auswirkt. Wir möchten uns in diesem Rahmen herzlich für die hervorragende Arbeit bedanken, die von diesen Pädagogen geleistet wird, welchen zum Glück der Tatendrang unter diesen extremen Bedingungen nicht genommen werden konnte. Sie haben das Wohl und den Fortschritt der Kinder im Auge behalten, was sich als nicht einfach herausgestellt hat. Man kann nur hoffen, dass sich die Lage auch im schulischen Bereich normalisieren wird. Unsere Gesellschaft ist es den Heranwachsenden schon längst schuldig.